Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Also den weißen Gelstift brauchen wir. Wir brauchen einen sehr hellgrauen Brushpen oder auch einen Filzstift, je nachdem. Oder auch einen Marker, der sollte aber sehr hell sein. Wir brauchen einen Pinsel. Ich habe hier Pinselgröße 4 genommen. Das ist für mich total gut. Wer es ein bisschen kleiner mag zum Lettern, der nimmt einfach ein bisschen kleiner. Ich habe das Hahnemühle Britannia Satiniert Papier jetzt für mein Projekt genommen. Ich nehme das für Watercolor-Projekte nicht ganz so gern, weil ich das nach dem Trocknen nicht so 100% ideal finde. Aber wenn wir mit einem Brushpen arbeiten, ist das immer eine sehr gute Entscheidung, damit die Filzspitzen nicht ausfransen. Und dafür geht es auf jeden Fall ganz wunderbar. Ansonsten brauchen wir noch eine Mischpalette. Hier habe ich schon die Ecoline-Farben, die ich ja hier stehen habe, hier schon draufgepackt. Und da benutze ich einfach so Rottöne, Lilatöne, einen Orangeton. Einfach so ein bisschen was Sommerliches. Und das Wort, was ich mir ausgesucht habe, ist Sommerzeit. Die beginnt ja bald. Und das ist natürlich dann ein ganz, ganz toller Anlass, um einfach mal wieder so ein bisschen Watercolor und Lettering zu verbinden. Ich schreibe jetzt einfach drauf los und werde jetzt einfach die Farben untereinander einfach vermischen und immer abwechselnd für jeden Buchstaben eine neue Farbe verwenden und relativ schnell arbeiten und in Schreibschrift. Ich werde das Wort Sommerzeit auch unterteilen. Ich fange erst mit dem Wort Sommer an. Huch, das zeige ich euch. Ich verdünne die Farbe auch nicht besonders doll. Sie sollte halt bloß feucht sein, damit die Farbe schön ineinander wie hier zum Beispiel, dass die verlaufen kann. Ich kann hier noch ein bisschen Pink mit reingeben. Und so wie es mir gefällt, im Prinzip hier ganz einfach die Töne einfach hin und her mischen. So. Gucken, ich kann hier noch ein bisschen Farbe reingeben. Dann wird das so ein bisschen bunt, ne? Und das sieht ja dann auch so sommerlich aus. Das war es jetzt schon. Das Wort Zeit werde ich jetzt aber in Druckbuchstaben schreiben. Und da werde ich jetzt einfach, also auch in Großbuchstaben, und die Buchstaben sind hier ein bisschen auseinander, damit das hier besser unter mein erstes Wort passt. Dann sieht das nämlich ein bisschen besser aus, ungefähr so. Ja, und damit sind wir jetzt schon so komplett fertig. Das ging ziemlich easy. Wie gesagt, ihr müsst halt wirklich schnell arbeiten, damit gerade in der Schreibschrift dann die Farben auch wirklich ineinander verlaufen können, während sie noch feucht sind. Ist alles gut getrocknet, nehme ich mir jetzt hier meinen grauen Brushpen und werde jetzt also einen Schatten nachmalen. Und zwar immer nur an die eine Seite des Buchstabens. Damit sieht nämlich das Wort ein bisschen plastischer aus. Und wichtig ist, also es muss im Prinzip so sein, als würde das Licht jetzt, so wie ich es gemale, den Schatten, muss das Licht dann im Prinzip von der gegenüberliegenden Seite kommen. Das heißt so von links oben. Und dann muss ich meinen Schatten auf der rechten Seite des Buchstabens malen. Wenn ihr also die Sonne von rechts haben wollt, dann solltet ihr den Schatten also auf die linke Seite malen. So. Da muss man sich immer so ein bisschen konzentrieren, damit das auch immer so auf der gleichen Seite passiert. Ansonsten hat man dann nämlich so einen Doppelschatten, ist mir auch schon sehr häufig übrigens passiert, gerade wenn ich gequatscht habe oder ein bisschen abwesend war mit meinen Gedanken. So ungefähr. Und jetzt sieht es durch den Schatten wirklich so aus, als würde das Wort gar nicht richtig aufliegen oder nur so 2D sein, sondern als wäre dahinter noch ein bisschen Platz und einfach durch den Schattenwurf, ne? Sieht das ganz nett aus. Mit unserem weißen Stift können wir jetzt ganz, ganz kreativ werden und zwar innerhalb unserer Watercolor-Buchstaben noch schön verzieren. Und das sieht mit einem weißen Stift, kann man natürlich auch mit schwarz machen, aber mit weiß sieht das auch immer sehr, sehr nett aus und passt auch so Sommer, ne? So helle, bunte Farben und dann noch weiß dazu. Da fange ich jetzt einfach mal an.
Meine Dekoration mit dem weißen Strich male ich jetzt auch nur beim Abstrich, einfach weil ich da auch Platz habe, um noch so ein bisschen was zu kritzeln. Während bei den dünnen Aufstrichen, hier habe ich sehr wenig Platz, um noch irgendwie sehr dekorativ was zu zeichnen. Und das ist ja auch okay, wenn das nicht komplett über den ganzen Buchstaben passiert, sondern einfach nur schön an den Abstrichen. Da habe ich jetzt hier mich für einfach einen schmalen Strich an meiner linken Kante entschieden, also entlang meiner Kante, also in so einem kleinen Abstand. Und dann male ich hier auf meinem Strich noch so, ja, wie so eine Bordüre ist das. Einfach hier so kleine Halbkreise. Und zack, also einen kleinen Strich mit ein bisschen Abstand zu meiner, zu meinem linken Ende des Buchstabens. Genau, also auch hier wieder einfach einen schmalen Strich an meinem Abstrich und male dann hier kleine Kreise, also so Halbkreise sind es ja eher. Ja, und dann hier wieder beim E. Zack, 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 zack. Und hier auch bei dem Wort Zeit werde ich mich auch nur auf meine Abstriche, also auf die dicken, breiten Linien konzentrieren. Und da male ich in die Mitte ein kleines Mini-Herz. Mit dem Gelstift muss man immer schauen. Da muss man vielleicht ein paar Mal rübergehen, damit auch hier genug weiße Farbe rausläuft, damit man das auch gut sehen kann. So. Könnt ihr das sehen auf der Kamera? Ja. Und von dem Herz gehen jetzt hier entlang einer gedachten geraden Linie einfach nur so im kleinen Abstand kleine Punkte. Und dadurch sieht mein Wort ein bisschen verspielt aus, dadurch, dass ich ja so einen weißen Gelstift genommen habe und jetzt nicht mit wirklich doller Deckfarbe gearbeitet habe, ist das Weiß halt nicht ganz so aufdringlich, sondern ich finde, dass es eher so ein bisschen blass wirkt auf den Farben. Dadurch finde ich aber, dass es wirklich eine gute Kombination ist und sich, sage ich mal, mit dem Hintergrund einfach gut kombinieren lässt. Und damit sieht das Bild im und damit sieht mein Wort im Ges und damit sieht mein Wort im Gesamtbild jetzt vor allem 3D-mäßiger aus und verspielter durch die kleinen weißen Akzente, die ich mit dem Gelstift jetzt noch reingegeben habe. Ja, das war einfach nur meine Idee, wie man das machen kann. Ich freue mich auf eure Ideen natürlich auch ganz, ganz doll. Viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns einfach nächstes Mal wieder. Bis dahin, tschüss!